Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3. Das ist die Vereidigung des Ministers nach Artikel 111 der Verfassung des Landes Hessen. Herr Ministerpräsident, ich darf Ihnen nun Gelegenheit geben, den neuen Minister, Herrn Staatsminister Boddenberg, zu vereidigen. Ich darf Sie bitten, beide nach vorne zu treten, an die zur Verfügung stehenden Saalmikrofone und sich von Ihren Plätzen zu erheben. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich danke zunächst namens der Landesregierung den Fraktionen von CDU und Bündnis 90 und Grünen für ihr Vertrauen. Ich respektiere ausdrücklich die Entscheidung der anderen Fraktionen. Ich danke Ihnen, Herr Präsident, für Ihre guten Wünsche an die Arbeit der Landesregierung. Der heutige Tag ist in vielerlei Hinsicht mehr als außergewöhnlich. Die Umstände sprechen für sich, und ich möchte Ihnen, Herr Präsident, für Ihre Würdigung und zu verstorbenen Kollegen sehr, sehr herzlich danken. Wir kommen damit zur Vereidigung. Herr Staatsminister Boddenberg, Artikel 111 der Verfassung des Landes Hessen sieht vor, dass Sie vor dem Ministerpräsidenten in Gegenwart des Landtages den Amtseid leisten. Dies kann nach Artikel 48 der Verfassung des Landes Hessen in der weltlichen oder in der religiösen Form geschehen. Ich werde Ihre Vereidigung in der Weise vornehmen, dass ich Ihnen die Eidesformel vorlese und Sie dann bitte, einzeln die rechte Hand zu erheben und den Eid dadurch zu leisten, dass Sie die Worte „Ich schwöre es“ oder „Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe“ sprechen. Die Eidesformel lautet: „Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt unparteiisch, nach bestem Wissen und Können verwalten, sowie Verfassung und Gesetz in demokratischem Geiste befolgen und verteidigen werde.“ Herr Staatsminister Boddenberg. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Herr Minister, ich danke Ihnen, wünsche Ihnen für Ihre Amtsführung Glück und Erfolg. Herzlichen Dank. Vielen Dank. In diesen Zeiten gibt es keinen Handdruck. Alles Gute. Danke. Sehr geehrter Herr Staatsminister und Minister der Finanzen, lieber Michael Boddenberg, ich will im Namen des gesamten Hauses Ihnen gratulieren. Ich wünsche Ihnen, lieber Michael Boddenberg, alles Gute in diesem schweren Amt, und ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Zeit. Bei natürlich allem Bedürfnis der Gratulation bitte ich, es nicht als unhöfliche Geste misszuverstehen, dass ich Ihnen jetzt im Namen aller hier im Hause, Ihnen als Kollege und als neuem Minister, einen Blumenstrauß überreiche. Die Umstände sind, wie sie sind. Herr Ministerpräsident Bouffier hat darauf hingewiesen. Und ich glaube, wir wünschen uns alle, dass Sie gesund bleiben, lieber Staatsminister Boddenberg. Alles Gute, viel Glück und viel Erfolg in Ihrem Amt. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind damit am Ende der Sitzung. Es bleibt mir nur, Ihnen unter den obwaltenden Umständen und in dieser schwierigen, in vielerlei Hinsicht schwierigen Zeit, Ihnen und Ihren Familien ein gutes Osterfest zu wünschen, aber vor allem Ihnen und Ihren Familien Gesundheit zu wünschen. Bleiben Sie gesund, und wir sehen uns in Kürze an diesem Ort wieder. Ich schließe die Sitzung.